Ja, hallo ihr Lieben. Wir sind hier heute live in Düsseldorf auf der Contra, der Conversion und Traffic Messe. Und wie ihr seht, neben mir sitzt Michael Turbanisch. Und ich habe die Gunst der Stunde gleich mal genutzt, den lieben Michael zu einem Interview einzuladen. Und wir beide wollen uns über das Thema Erfolg und Erfüllung unterhalten, weil so heißt ja mein Vlog. Und ihr kennt meine Episoden und ich hole mir immer spannende Interviewgäste dazu. Und er ist so einer davon. Wow. Daher habe ich mir gedacht, quatschen wir doch heute mal mit dem lieben Michael darüber. Ich gebe dir das Geld später. Sehr gut. Ja, stell dich doch einfach mal selber kurz vor. Was gibt es zu dir zu sagen, was die Welt wissen muss? Ja, ich bin Michael Turbanisch, 42 Jahre jung, Stand dieses Interviews. Ich bin zu Hause in zwei Welten. Zum einen bin ich im Telesale, das heißt, ich verkaufe im Aufbau- und Telefonverkauf aktuell Seminare und Weiterbildung von Dirk Kräuter. Habe aber auch parallel dazu mein eigenes Business, und zwar einmal auf YouTube den Internet-Marketing-Frühschoppen, wo ich alle 14 Tage circa mir ganz, ganz spannende Leute einlade, um mit denen über ihr Expertengebiet zu plaudern. Das Kamerakind Laura, wo die Kamera hält, die war jetzt also auch schon bei mir. Ja, und mein Passion Project und was das Ganze eigentlich so ein bisschen überholt hat, ist mein Podcast nochmal von vorn, der dreimal die Woche ausgestrahlt wird und sich zum einen an junge Menschen richtet, die also krasse Ideen haben, Bock, die aufgrund ihres jungen Alters, denen aber noch die Welt offen steht. Oder aber dann ist die andere Zielgruppe so relativ alten Säcken wie mir, 42 Jahre alt. Ja, die Kinder sind aus dem Haus. Und du denkst dir, hey, da muss doch noch mehr sein, wie das, was dir das Leben bis jetzt geschenkt hat. Ja, das bin ich. Ja, sehr cool. Was sich auf jeden Fall lohnt, die Sendungen von ihm sind sehr, sehr geil. Abgesehen davon, dass ich auch schon einmal Interviewgast sein durfte, kann ich sie nur empfehlen. Die sind contentmäßig wirklich sehr hochkarätig. Danke. Aber neben dem kleinen Werbeblock will ich eigentlich mal fragen, was bedeutet denn Erfolg für dich persönlich? Wie würdest du das definieren? Da habe ich eine sehr, sehr starke Definition gehört, die ich einfach mal adaptiere. Erfolg folgt einer Sache, folgt einer Aktion. Das heißt, um es in anderen Worten zu sagen, er schaufelt und scheffelt. Mhm. Das heißt, der fällt dir nicht in den Schoß. Das ist das. Du musst was tun dafür. Ne? Du musst dich einfach bewegen. Erfolg folgt dem, der was tut. Sozusagen, genau. Da gehe ich mit dir d'accord. Ja, ansonsten ist es ein sehr, sehr breiter Begriff. Also für mich bedeutet Erfolg auch ein Stück weit auch Zufriedenheit in allen Lebensbereichen, weil das ist, glaube ich, auch einer großen Fehler, wo gemacht wird, dass ich nur auf die Karriere, nur auf das Bankkonto, nur auf die Beziehung konzentriert wird oder nur auf die Gesundheit, Gewicht beispielsweise. Und die anderen Lebensbereiche, die werden dann dadurch vernachlässigt. Ja. Und in dem Moment wird der Achter, wenn man sich das einmal so vorstellt, dass die unterschiedlich gewichtet sind, wird der Achter in diesem Rad eher größer als ausgewogener. Ja, und Erfolg ist für mich, also alle Lebensbereiche in Einklang zu bringen, dass da eben ein rundes Rad draus wird. Das ist ja schon mal sympathisch, das teilt ja meine Einstellung, ne? Einen ganzheitlichen Blick zu haben. Mhm. Und Fokussierung auf einzelne Ziele macht Sinn, aber wenn es ums Thema Erfolg geht, dass eben mehrere Sachen zusammengehören, um ein rundes Bild zu geben oder ne, damit die Sache rund läuft. Einzelne Ziele ist gut, ich habe 100 Ziele aktuell. Mhm. Mhm. Das finde ich gut, weil viele Menschen haben ja entweder gar keine Ziele oder naja, so ein, zwei. Ne? Mhm. Viele Ziele haben es gut, eine Vision oder ein starkes Leitbild zu haben, finde ich persönlich dann nachher so, ne? Mhm. Das, was auch das persönliche Warum ausmacht. Mhm. Was mich aber interessiert, der Vlog von mir heißt ja Erfolg und Erfüllung. Mhm. Eben um genau das, was du auch sagst, nicht nur den Fokus auf Erfolg, höher, schneller, weiter oder besser, mehr Conversion, mehr Traffic alleine, sondern wo bleibt da der Erfüllungsfaktor bei? Wie stehst denn du oder was verstehst du persönlich unter dem Wort Erfüllung? Also oder was auch, gibt dir Erfüllung? Also wenn man es jetzt global betrachtet, ist es auch dieses Ganzheitliche. Und ich finde es auch ganz, ganz wichtig. Vielleicht ein Beispiel, wie ich angefangen habe, und es ist so ein Paradebeispiel, wie man es nicht macht. Also ja, ich hatte auch meine Lernkurven. Habe ich erzählt, seit 16 Jahren jetzt mittlerweile im Aufbau- und Telefonverkauf. Und seit dem Jahr 2006 bin ich Alleinverdiener, weil meine Frau einen Schlaganfall hatte. Das heißt,
du hast eine ganz andere Verantwortung wie vorher. Sondern bin ich an zwei, drei Arbeitgeber geraten, die hatten einfach eine unterschiedliche Meinung zu der meinen. Mhm. Meinung zu der meinen? Ich weiß, was du sagen willst. Ihr hattet unterschiedliche Auffassungen. Genau, also ich war der Meinung, ich mache einen Job, ich gehe einer Arbeit nach und ich habe das Recht, dafür bezahlt zu werden. Und die sahen es irgendwie gar nicht so. Mhm. Ja, und aus Geldnot, wenn du so willst, habe ich dann irgendwann mal die Worte Geld verdienen im Internet eingegeben. Das war 2009. Mhm. Also, und dann habe ich mir gedacht, wow, also wenn das alles stimmt, dann kann ich, wenn nur 1-2% von dem stimmt, was die da erzählen, ne? Also ich habe gar nicht zu träumen gewagt, wenn das alles stimmt, dann kann ich, wenn nur 1-2%, dann kann ich mit meiner Frau ein neues Leben in Neuseeland anfangen. Mhm. Oder zumindest in einem anderen Stadtteil von Wanne-Eickel, da wo es schön ist. Ja, und ich bin dann halt voll auf diese Geldschiene. Geld, Geld, Geld. Und du kennst vielleicht so Leute, die sich in 1000 Newsletter-Verteiler eintragen, sich dann gesundes Halbwissen anlesen und dann sind es auf einmal voll die Experten. So einer war ich. Ja, und dann hat das Ganze dazu geführt, dass ich irgendwann einfach alles hingeschmissen habe. Ich habe gesagt, ey, ist alles verlogen, die wollen alle nur mein Geld. Und waren immer die anderen schuld, weißt du, was ich meine? Ja. Und davon gibt es ja außer dir da draußen wie früher auch ein paar andere Menschen, die vielleicht immer noch diese Auffassung haben. Ja, sind, ne? ich hatte mich da erst mit der Marina Fries drüber unterhalten. Mhm. Also die Speaker-Szene so ein bisschen durchleuchtet haben. Es gibt halt sehr viele Speaker mittlerweile, die halt reines Bücherwissen haben, was sehr schade ist. Aber wir schweifen ab. So, und richtig, richtig erfolgreich und Erfüllung habe ich gefunden, als ich dann irgendwann eben auf dieses Hangout-Format gestoßen bin mit ein paar Kumpels. Weil wir wollten einfach ein paar Fragen beantworten. Mhm. Und wir haben es gar nicht so gemacht wegen dem Geld, eigentlich gar nicht. Wir hatten uns da gar keinen Rübel drüber gemacht. Just for fun erstmal. Voll just for fun. Also ich bin auf einen Post gestoßen in der Online-Marketing-Community. Ey, ist ja alles verlogen, ist ja alles, die wollen ja alle mein Geld. Die gleichen Gedanken, die ich hatte, interessanterweise. Und ich hatte zu meinen Kumpeln gesagt, hey, lass uns doch mal so ein Hangout machen, eure Fragen, unsere Antworten. Mhm. Na, und also wir hatten am Anfang sogar die Fragen getürkt, weil wir gedacht haben, da schaut sowieso keiner zu. Ne? Also dem einen halt, dem wir gesagt haben, du musst. Ja, da waren da irgendwie 20, 30 Leute direkt am Start. Wow. So, und dann haben wir es zwei, dreimal gemacht. Beim dritten Mal war auch Kamerakind Laura dabei, von Palma de Mallorca auf. Ne? Was habe ich kennengelernt? Und dann ließ sich das aber schwer zeitlich koordinieren. Ne? Und dann habe ich gedacht, Mensch, lass uns doch am Sonntag machen, wie so ein Frühshop. Ja, cool. Genau. Daraus ist das entstanden. Dann habe ich mir erst die Rübe gemacht, Mensch, wie monetarisiere ich das dann lieber auf meine Liste aus. Aber am Anfang war es halt wirklich Passion. Ne? Und das ist das. Könnte ja insgesamt der Erfolgsschlüssel sein, ne? Oder? Ja, ich bin da auch drauf gekommen. Du. Also, das, also jetzt im Prinzip alles, was ich mache, mache ich in erster Linie, weil ich da Bock drauf habe. Und dann rechnet sich's auch. Also ich überlege mir dann schon, wie kann ich es monetarisieren, wie kann ich es vermarkten und so weiter. Ich denke, das ist auch mehr als legitim. Aber im Vordergrund steht einfach der Bock, den man da dran hat. Ja. Ne? Ich glaube, das ist auch das ultimativ Wichtigste so überhaupt. Ne? Weil ich habe auch ganz viele, die immer wieder fragen, so ja, und aus finanzieller Sicht müsste ich ja das und das machen. Ah, ich habe da nicht wirklich Lust zu, aber ich sage immer, folge deinem Herzen. Das klingt zwar so abgedroschen und nach ESO-Szene, aber de facto ist es das. Wo tanzt dein Herz Samba? Wo hast du Bock drauf? Wo hast du morgens wirklich auch den Elan aufzustehen und dich dran zu setzen? Und wenn du das gefunden hast, ich glaube, dann ist der Geldfluss die automatische Schlussfolgerung. Ich sage mal auch so aus energetischer Sicht. Ne? Wenn du was mit Absolut. Leidenschaft tust, dann folgt ja die Energie automatisch, dass du darin gut bist, dass du das ausstrahlst und demzufolge auch das Ergebnis bekommst, oder? Energie folgt der Leidenschaft, genau. Und ja. Genau. Oder, also ich mag die amerikanische Redewendung eigentlich lieber. Energy flows where the focus goes. Also ja. So. Und die 2-Millimeter-Regel, kennst du die? Nee. Tony Robbins, there are only 2 millimeters between oh fuck and fuck you. Das ist sehr gut. Ich meine, Tony ist sowieso cool. Ja gut, aber lass uns zurückkommen. Genau aus diesem Grund habe ich den Job als Stepstone hingeschmissen und ich habe da sehr gutes Geld verdient.
Na, aber ey. Aber was ist Erfolg ohne Erfüllung? Ich habe einmal geschrieben, Erfolg ohne Erfüllung ist wertlos. Also in meiner Definition. In fact, guck mal, die Ziele wurden immer höher. Das heißt, es war zwar immer noch ein gutes Geld, aber meiner Meinung nach nicht mehr angemessen. Und da haben auch ein paar andere Parameter nicht mehr gepasst. Und ich habe mir wirklich die Frage gestellt, lohnt sich es dafür, noch 2 Stunden eine einfache Strecke nach Düsseldorf zu fahren? Und dann zurück, das sind einfach 4 Stunden Lebenszeit. Ja, und dann, um die Geschichte abzukürzen, ich bin dann bei Dirk Kräuter angefangen, wie du weißt. Das war finanziell erstmal ein Schritt zurück, aber dafür 3 Stunden mehr Zeit am Tag. Ich kann meinen Tag anders planen, ich gehe jetzt morgens zum Sport. Und weil wir ein FitX um die Ecke haben vom Büro halt. So, und jetzt kippt das ganze Ding aber langsam. Jetzt bin ich im 6. Monat, wir haben jetzt September, jetzt bin ich im 6. Monat, jetzt langsam kippt die ganze Geschichte und es dauert keine weiteren 6 Monate mehr, dann werde ich deutlich mehr Geld verdienen, als ich was Stepstone jemals verdient habe. Sehr cool. Na? Sag genau. Mir doch mal, wenn du sagen müsstest, was deine persönlichen 3 größten Werte sind, was dir da spontan so einfällt. Meinst du Businesswerte oder generelle Lebenswerte? Ehrlichkeit ist mein größter Wert. Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit gepaart. Ne? Warum wir uns wohl verstehen, sympathisch. Ja, wobei das Zuverlässige, also wenn man sich jetzt mit diesem Farbenmodell beschäftigt, ich bin sowas von gelb. Ich bin gelb-blau, das ist interessant. Wenn man jetzt einfach sieht, diese Farbentypologie, vielleicht hast du einen Link für Leute, wo du sich drüber nachlesen kann. Der Gelbe, der ist ein bisschen ausgeflippt, der ist also wirklich sehr, sehr crazy und also nicht sonderlich zuverlässig. Und der Beziehungsmensch. Genau. Und der Blaue wiederum, das ist voll der Zahlenmensch. Genau. Ja, genau, der Zahlenmensch. So, und sieht man am Outfit, ne? Bisschen blau. Ja. Und Der hohe Blauanteil in mir, der beschützt mich, damit mein hoher, noch größerer Gelbanteil nicht im Chaos versinkt. Das heißt, ich bin also wirklich sehr, sehr hibbelig und umarme die Welt. Aber Pünktlichkeit zum Beispiel, ey, da könnte ich kotzen, wenn jemand 10 Minuten zu spät kommt. Auch von mir selber habe ich den Anspruch. Ne? Na klar, meine Werte entstehen ja meistens daraus, ne? Dass man selber den Anspruch an bestimmte Dinge hat. Okay, also sagen wir Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit. Und Herzlichkeit, ja, Herzlichkeit, das würde ich den 3. Wert nehmen. Sehr cool. Wenn du eine Sache hättest, so den ultimativen Tipp, dein bestes Learning, deine größte Erkenntnis, was würdest du meinen Zuschauern mitgeben? Hol dir möglichst schnell möglichst viele blutige Nasen. Ich darf das aufführen. Bei uns hat jetzt ein neuer Telesale angefangen, der mich nach meinem besten Tipp gefragt hat. Ich habe ihm genau das gesagt. Hol dir möglichst schnell möglichst viele blutige Nasen. Er sagte, wie meinst du denn das? Dann sage ich, okay, du bist noch nicht so im Thema. Du kommst wirklich nur gut in das Thema rein, wenn du da eine gewisse Routine reinbringst. Dafür ist einfach Grundvoraussetzung, die Schlagzahl hochzuhalten. Und da habe ich ihm eine Geschichte erzählt, die ich also auch ganz gerne mit deinen Zuschauern teilen will. Es war im Jahr 2005, glaube ich. 2004 oder 2005. Ich geriet an besagten Arbeitgeber, der mich nicht bezahlt. Dann lese ich eine Stellenanzeige in der Rheinischen Post damals noch. Wir suchen die besten Aktionärsberater für unser Aktionärsberatungszentrum in Venlo. Und ich stand in Düsseldorf am Hauptbahnhof, hatte nichts mehr auf meiner Prepaid-Karte. Ich weiß es noch wie heute. Da rufe ich dort aus der Telefonzelle, rufe ich dann dort an, ein Radau im Hintergrund, der Klaus Taubert, Gott hab ihn selig, der hat dann abgenommen. Und dann habe ich gesagt, Sie suchen die besten Aktionärsberater, trifft sich gut, ich bin einer, wann können wir uns kennenlernen? Ja, und dann der langen Rede ganz kurzer Sinn, ich bin nach Venlo gefahren mit dem Zug, auch noch schwarz, weil ich hatte ja keine Kohle. Und dann hatte ich dem offen und ehrlich meine Situation geschildert. Und gesagt, da hat mich ein Arbeitgeber nicht bezahlt, ist nicht meine Art, können Sie mir helfen. Dann sagt er zu mir, geben Sie eine Woche Gas, zeigen Sie, was Sie können und wir werden sehen. So, dann habe ich mir die ältesten Leads aus meiner Kiste genommen und habe die auf den Tisch gepackt. Wirklich, möglichst viele von, also die anderen weggeschmissen haben.
habe mir das Telefon hingestellt, habe mir Kaffee und einen Aschenbecher, ich hatte damals noch geraucht, und hatte mir das Emissionsprospekt hingelegt. Also, und dann hatte ich einen nach dem anderen angerufen und die Leute haben gesagt, warum stammen Sie so nochmal aufgelegt, war mir egal. Ne? Mhm. So, und am Ende dieser Woche habe ich erstens einen Kunden gewonnen. Und zum Zweiten hat mir dann mein Chef 300 Euro in die Hemdtasche gesteckt, hat gesagt, wollen Sie uns zurückzahlen, keine Sorgen. Mhm. Das habe ich aber nur erreicht, das hat mir damals sehr, sehr, sehr viel weitergeholfen, das habe ich aber nur erreicht, weil ich mir möglichst schnell möglichst viele blutige Nasen geholt habe. Quasi eine Nein-Resistenz aufzubauen, ja, und trotzdem weiterzumachen. Ich habe da eh eine perverse Ader in der Richtung, ja. Dafür ist es sehr, sehr hilfreich. Wirklich übers Nein hinweg und dranbleiben. Ja, ich denke mir halt, jetzt muss doch mal jemand da sein, der Ja sagt. Ne? Das ist so eine Einstellung, die jeden Tag ist. Jedes Nein bringt dich dem Ja einen Schritt näher. Ne? Aber genau. Ich sage ja, das wirklich zu machen, das ist ja die Hauptkunst. Genau. Viele wissen das und sagen, ja, habe ich schon zigmal gehört. Mhm. Aber das tatsächlich auch umzusetzen, ne? Und nicht zu sagen, so jetzt habe ich 4 Neins kassiert, jetzt habe ich keinen Bock mehr oder keine Motivation mehr. Ne? Mhm, genau. Ja, sehr, sehr cool. Magst du noch einen Abschlusssatz sagen, was dir am Herzen liegt oder persönlich wichtig ist? Ja, Leute, holt euch möglichst schnell möglichst viele blutige Nasen. Ja, in dem Sinne, entweder persönlich blutige Nasen holen. Ich würde es mal Lernerfahrung nennen. Das klingt irgendwie ein Stückchen charmanter formulierend, meint wahrscheinlich dasselbe. Mhm. Und alternativ vielleicht noch Tipp auch meinerseits, die Kombination aus eigenen Erfahrungen, die braucht es auf jeden Fall, um aber vielleicht ein paar wirklich blutige Nasen weniger zu haben, sich im Zweifelsfall auch professionelle Unterstützung zu holen, oder? Wie siehst du das? Ja, und jetzt kommt mein Werbeblock. Wenn ihr von den Learnings und von den Erfahrungen von wirklich hochkarätigen Menschen profitieren wollt, www.nochmalvonvorn.com. Das ist mein Podcast. Ihr könnt ihn auf iTunes abonnieren, aber auch für Android könnt ihr euch so anhören, könnt ihn auch auf Soundcloud anhören. Ihr findet dort alles, findet die beliebtesten Interviews und das sind wirklich ein paar ganz spannende Dinge dabei, wie beispielsweise Dirk Kräuter ist dabei, wie beispielsweise die Talkshow-Legende Hans Meiser habe ich interviewt. Das Mädel habe ich interviewt vor gar nicht allzu langer Zeit. Matthew war dabei. Also Nana Domena, ein ganz, ganz toller Mensch. Johnny Strange von Culture Candela. Ich darf verraten, Gunther Gabriel. Kennst du Gunther Gabriel noch? Ja, klar. Das wird ein Interview mit 2 Gitarren. Mhm. So, das wird ganz gut. Ja, also das ist auf jeden Fall also auch eine Sache, wo ihr euch Inspiration und vielleicht auch hin und wieder mal Motivation holen könnt. Alles klar, dann danke ich dir ganz herzlich für unser spätsommerliches Interview und freue mich aufs nächste Mal. Ich danke dir. Gerne. War Spaß. Also, hat Spaß gemacht, so rum. Sehr gut. Ciao.